So, meine Lieben, Lucky Guy Teil 8. Die letzte Story, die es noch zu bewältigen gibt in dieser Season, bevor es nächste Woche die neuen gibt, dürfte jetzt wieder relativ schnell gehen. Wir machen es wie immer. Ich starte das Ding nach dem Intro, kommt dann direkt die Stoppuhr plus. Wir legen los und fahren das Ding in einem runter. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Hoffentlich hilft es ein bisschen und lasst, wie gesagt, gerne ein Like und ein Abo da. So, auf los geht's los und ich würde sagen, los. Okay, Schritt 1, Lake Mead. Wo könnte jemand, der das Wasser liebt, besser leben als auf einem See? Also habe ich eine sehr schöne Yacht auf dem Lake Mead angezahlt. Ich wollte sie in monatlichen Raten abbezahlen und wie ein Fürst leben. Suche die Bucht am Lake Mead östlich von Vegas. Okay, ein Steg, Lake Mead östlich Vegas. Das kriegen wir doch hin. Da ist Vegas, das heißt, das hier ist der Lake Mead. Und da suchen wir jetzt den Steg. Ich würde fast sagen, hier bei dem Powerboot rennen könnte es gut sein. Oh. 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 Oha. Oha. Da muss ich nochmal gucken. Da gibt es ja so viele Bootsanleger. Okay. Kreuzung, Bootsrampe und im Hintergrund das Bootsrennen. Gucken wir nochmal genauer hin. Bootsrennen im Hintergrund. Kreuzung und da ist die Rampe. Das heißt, diese Kreuzung suchen wir. So, und wir starten einfach beim Bootsrennen. Aus zwei Gründen. Erstens, wir sind in der Nähe. Und zweitens sind wir mit dem Powerboot auf dem See natürlich ganz gut angelegt. Hier springen wir einmal kurz drüber. Und da ist die Bucht. Okay, haben wir. Schritt 1 haben wir. Schritt 2, das Haus in Salt Lake City. Als ich bei einem Freund in Salt Lake City, nicht weit vom Fluss entfernt, zu Besuch war, ließ ich mich zu einem Pokerspiel mit hohem Einsatz überreden. Natürlich habe ich gewonnen, zumindest zuerst. Dann habe ich verloren. Und jetzt werde ich meine Yacht verlieren. Beliebiges Landfahrzeug vom Lake Mead zu diesem Haus in Salt Lake City. Wir sehen den See im Hintergrund, wir sehen den Flussausleger rechts und die große Kreuzung mit den zwei braunen Häusern. Und da ist so ein graues Hausdach. Da müssen wir hin. Okay, Salt Lake City ist ja hier direkt. Das heißt, das ist nicht besonders schwer und nicht besonders weit. Wir sehen den See, den Flussausleger, zwei braune Häuser. Hier ist unser graues Hausdach. Da müssen wir hin. Und wir müssen da jetzt im Auto hin. Ich habe jetzt nach wie vor unseren unseren Enzo ausgerüstet. Wir fahren jetzt hier einfach mal an Land und wechseln zum Auto. Das wird auch gewertet. Jetzt müssen wir von hier aus erstmal zu einer Straße. Die ist aber Gott sei Dank direkt hier. So, und dann haben wir 12 Kilometer zu fahren zu dem Haus. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Nein, Spaß. Das machen wir nur in den langen Stories. Hier fahren wir einfach am Stück. Das dürfte ja nicht allzu lange dauern, ne? 12 Kilometer geht ja echt fit. Ich bin mal gespannt, was sie nach dem Update nächste Woche mit den neuen Stories machen. Was es dann so gibt. Was da so für Fahrzeuge kommen und ob dann wieder Lucky Guy kommt, quasi Lucky Guy 9 bis 16 dann, oder ob es dann eine andere Methode, irgendwas anderes gibt, dass man dann vielleicht nicht Geld, sondern EP bekommt zum Beispiel. Also dass man nicht 67.000 Credits, sondern Follower bekommt. Wäre jetzt für mich nicht so ultra interessant, weil Level brauche ich nicht mehr so wirklich, aber vielleicht für manche andere ja schon. Wäre auf jeden Fall meine Abwechslung. Ob das jetzt wirklich Sinn macht, weiß ich nicht. Ich denke, sie werden es weiter mit Credits machen, was wahrscheinlich auch mehr Sinn macht. Und dann damit quasi weiter so eine kleine Story jede Woche mit reinbringen. Wie sie es am Ende machen, weiß ich auch nicht. Aber ich bin mal gespannt. Wir werden es sehen. So. Warte, gucken. Was es hier so gibt, 5 Kilometer, wir haben also jetzt schon fast die ganze Strecke. Das ist übrigens jetzt für die, die es nicht erkennen, quasi ein Teil der New York-Strecke rückwärts, den wir hier auf dem Highway fahren. Natürlich, genau wie eben bei der Stuntman-Story, wo man hier lang muss, da habt ihr es aber nicht gesehen, ist der Verkehr auf der Route 10-mal schlimmer, als er das auf New York ist. Lustigerweise habe ich das Gefühl, in anderer Richtung ist er noch mal schlimmer. Also jetzt gerade, finde ich, geht es noch fast.
In anderer Richtung ist hier so die Hölle los, dass man einfach die ganze Zeit hängen bleibt. Finde ich ultra anstrengend. Aber macht ja nichts im Ende. Nein, verdammt. Oh, verlinkt. Zu früh gelenkt. Kurve verschätzt. Aber wir biegen jetzt nicht direkt rechts ab. Wir fahren quasi eine weiter. Dann müssen wir einmal weniger abbremsen. Ich liebe den Hund da unten. Ich hoffe, ihr hört den nicht zu sehr. Okay. Und abgeschlossen. Boah, diese Woche machen sie es aber auch leicht, ne? Schritt 3 ist das Casino in Vegas. Die Siegerin des Abends heuerte mich an, um sie nach Las Vegas zu fahren. Wie demütigend. Aber ich war pleite. Im Borgia Casino gab sie mir ein Trinkgeld. Wütend warf ich den Schein weg. Er landete auf dem Roulette-Tisch und gewann. Ich war wieder gut bei Kasse. Ja, so viel Zufall muss man erstmal haben. Okay, das Hotel sehen wir. Wir sehen im Hintergrund das goldene Haus und wir sehen diesen großen Teich. Von daher wird das nicht allzu schwer sein. Das ist auch Teil vom Jetsprintrennen. Und da wollen wir links an die Kante. Zu der zweiten Insel, die da ist. Das heißt, Las Vegas. Das ist ja einfach dieselbe Strecke wieder zurück, ne? Also das ist ja wirklich Schwachsinn. Dass wir jetzt dieselbe Strecke wieder zurückfahren. So, gucken wir uns hier. Oh, das ist es schon. Direkt beim Strip. Diese Insel hier, da wollen wir hin. Also, sehr einfach gemacht. Ich markiere uns mal die Straße, damit wir die Route kriegen besser. Und dann sind wir da richtig. Also direkt bei Las Vegas, bei dem See quasi in der Stadt. Relativ easy, 16 Kilometer. Aber das finde ich jetzt ja schon ein bisschen mau, ne? Also, einfach die Hälfte der Strecke hin und dann das Doppelte wieder zurück, ist schon ein bisschen schwachsinnig. Aber jetzt kann ich meine Theorie überprüfen, weil ich gerade gesagt habe, dass der Verkehr in der Richtung jetzt schlimmer ist. Ihr könnt mich ja mal in den Kommentaren, wenn ihr das seht, bestätigen, ob ihr das genauso seht, weil ihr zieht euch das rein links. Also, das ist doch 10-mal mehr Verkehr als in der anderen Richtung. Jetzt rechts. Lustigerweise fast immer nur auf einer Seite, ne? Also eben war links so viel, jetzt ist rechts so viel. Hier ist meistens dann wieder Flaute. Also ab hier ungefähr hat man es dann hinter sich, aber das muss mir mal jemand erklären, warum man gefühlt in der einen Richtung mehr Verkehr hat als in der anderen. Sehr schwachsinnig. Nein! Diese Busse. Aber auch immer so einen ganz unvorhergesehenen Standpunkt, ne? Wo man so überhaupt nicht damit rechnet. Da kommt sowas dann. Für eine kurze Story ist das tatsächlich relativ viel Gefahr. Aber dafür dann halt die ganze Zeit auf dem Highway, ne? Also das werden sie mit Absicht so gemacht haben. Die Wege sind zwar etwas länger, aber dafür hat man halt durchgehend gerade Strecke, durchgehend Highway, ne? Man muss sich hier wirklich nicht großartig anstrengen. Man fährt das einfach schnurstracks runter. Und ich meine, 60.000 Credits ist nicht die Welt, ne? Kannst dir kein Auto von kaufen. Aber summiert sich, ne? Kleinvieh macht auch Mist. Summiert sich auf jeden Fall. Und es gibt dem Spiel, wie ich das gefühlt jede Woche nochmal extra sage, es gibt dem Spiel neuen Content. Neuen Grund, das Spiel zu spielen. Neuen Inhalt, den man sich reinziehen kann. Und auch wenn jetzt bei dieser Story nicht so unbedingt, was es einem auch auf jeden Fall gibt, ist Streckenkenntnis. Weil das mag man nicht merken, aber gerade bei den längeren Stories fährt man sehr oft Straßen lang, die auch in irgendwelchen Rennen vorkommen. Man gewöhnt sich an die Kurven etc. pp. Und je öfter man sowas macht, je mehr von der Map man quasi kennenlernt, desto besser kann man quasi später mit irgendwelchen Rennen umgehen, wo man dann hier langfahren muss. Das unterschätzt man schnell mal, aber sowas summiert sich. Ist alles, kann man auch alles als Training der Strecken betrachten. Würde ich zumindest so machen. Dann hat man nämlich gleich noch einen zweiten Grund, das ganze Ding zu zocken. So, und jetzt sind wir da vorne gleich da. Oh, 1,5 Kilometer hier durch die Innenstadt. Da kann man zum Beispiel immer hier über die grünen Streifen. Keine NPCs, da hat man es ein bisschen entspannter. Und hier geht's rechts rein und wir sind da. Sauber. 67.000 Credits in die Tasche. 8 Minuten 50 hat's gedauert. War doch schön. Ging doch schnell. Ich wünsche euch was. Macht es gut.